In meiner Amtszeit als VDE-Präsident habe ich mir Folgendes vorgenommen. Erstens, wir müssen unsere Expertinnen und Experten, unsere Mitglieder sehr stark integrieren und insbesondere bei den neuen Themen, bei den Innovationen, die uns helfen, dann letztendlich beispielsweise eine Energiewende umzusetzen oder die Dekarbonisierung voranzutreiben. Das heißt, Integration, Einbindung aller Gruppen, die bei uns den VDE prägen. Zweitens, wir müssen stärker sichtbar sein in der Politik, in der Gesellschaft. Wir sind der neutrale technisch-wissenschaftliche Berater. Wir verfolgen keine eigenen wirtschaftlichen Interessen als VDE, als gemeinnütziger Verein. Hier müssen wir uns stärker gerade bei den neuen Themen positionieren. Das gilt nicht nur für die Dekarbonisierung, wesentlich auch das Thema Mobilität von morgen, das Leben generell von morgen, Gesundheit ein sehr wichtiges Thema, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Die Bandbreite des VDEs ist hervorragend. Wir müssen es aber schaffen, den VDE stärker zu positionieren in der öffentlichen Wahrnehmung, damit unsere Rolle auch entsprechend der neuen Themen gesehen wird. Deutschland ist ein Exportland. Und für ein Exportland wichtig sind internationale Standards und Normen. Wir sind dafür bekannt, dass wir sehr hohe Standards haben, die gilt es zu etablieren. Und dafür brauchen wir auch einen VDE, eine DKE, die diese Standards mit den Mitgliedern entwickelt oder durch die Mitglieder entwickelt und international in die entsprechenden Gremien einbindet. Ich sehe Normen, Standards und damit den VDE als ganz wesentliches Vehikel für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Der Nachwuchs und insbesondere der VDE-Nachwuchs ist für alle Elemente sehr wichtig. Wir haben den VDE YoungNet, ein sehr starker Gruppierung von jungen, engagierten Leuten, die helfen, den VDE auch zukunftssicher zu machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sowohl die, ich nenne sie mal, junge Generation, also unser YoungNet, und wir auch vielleicht die etwas gesetzteren, da muss ich mich jetzt ja auch leider zuzählen, dass wir gegenseitig davon profitieren können. Letztendlich gilt es, die Zukunft lebenswert zu gestalten. Und da brauchen wir jung wie alt, erfahren wie natürlich auch jung und kreativ. Weltweit transformieren wir die Energieversorgung in Richtung einer dekarbonisierten Energieversorgung. Drei Dinge sind dafür wichtig. Erstens natürlich weiterhin der Ausbau von erneuerbaren Energieträgern, insbesondere Wind und Photovoltaik. Zweitens die Schaffung von regulatorischen Rahmenbedingungen, beispielsweise der Renewable Energy Directive 2. Und drittens sind wir an einem Start einer weltweiten, also damit globalen Wasserstoffwirtschaft. Die gilt es jetzt zu beschleunigen. Die Wasserstoffwirtschaft ist weltweit das absolute Zukunftsthema. 50% des Weltenergieverbrauchs in Zukunft wird vielleicht elektrifiziert. Da bleiben mindestens noch 50%, für die wir grüne Moleküle benötigen. Und hier spielt Wasserstoff, grüner Wasserstoff, die entscheidende Rolle. Das ist das Wichtige, darauf müssen wir achten. Da gibt es noch ein paar Herausforderungen, neben Kosten, daran müssen wir alle arbeiten. Insbesondere die Technologie müssen wir zukunftssicher und zuverlässig gestalten. Zweitens, wir brauchen die regulatorischen Rahmenbedingungen, wir müssen einen Markt schaffen. Und drittens, wir müssen schnell umsetzen und dazu braucht es Pilotanlagen, aber nicht klein-klein, sondern industriell skaliert. Wir müssen einfach beschleunigen. Akzeptanz der Wasserstoffwirtschaft ist wichtig. Und in meiner Amtszeit als Präsident des VDEs habe ich mir einige Themen vorgenommen, die vielleicht da helfen, die Akzeptanz der Wasserstoff oder für eine Wasserstoffwirtschaft zu verbessern. Welche Rolle kommt uns als VDE hinzu? Ich bin mir sicher, eine sehr wichtige. Auch hier drei Dinge. Zum einen sind wir als technisch-wissenschaftlicher Verband mit der Expertise dabei, uns als neutraler Berater der Politik und der Gesellschaft zu etablieren. Da sind wir gut. Zweitens, wir müssen international, und das fängt national natürlich an den Standards und an den Normen arbeiten. Da sehe ich den DKE hervorragend positioniert. Und drittens,
Wir müssen kommunizieren. Akzeptanz hat immer was mit Transparenz und Kommunikation und Wissen zu tun. Und hier sehe ich den VDE durch seine Fachgesellschaften, durch seine Veranstaltungen, Aus- und Weiterbildungsangebote hervorragend positioniert. Es gilt jetzt, diese neuen Themen dann letztendlich auch in unsere Angebote aufzunehmen.